Wir kennen die Bilder aus den Nachrichten. In vielen deutschen Städten finden Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen statt. Vor Ort sind die verschiedensten Gruppierungen, auch eine ganz spezielle, Verschwörungstheoretiker. Ja, sie haben euch nicht die Geldflüsse erzählt. Diese Menschen fragen seit dem Beginn der Corona-Krise, wer oder was für die Pandemie verantwortlich ist oder ob es überhaupt eine Pandemie gibt. Wissenschaftlich sind die meisten Verschwörungstheorien widerlegt. Und trotzdem scheint die Gruppe der Menschen, die daran glauben, permanent zu wachsen. Deswegen wollen wir klären, warum boomen gerade jetzt Verschwörungstheorien und wer steckt dahinter? Beim Beantworten dieser Fragen steht uns ein Mann zur Seite, der sich mit dem Thema auskennt, Christian Schiffer. Der Journalist hat sich für ein Buchprojekt intensiv damit beschäftigt, wie Verschwörungstheoretiker so ticken. Dass gerade jetzt zum Coronavirus so viele Theorien im Umlauf sind, verwundert ihn nicht. Das Phänomen kommt immer dann besonders hoch, wenn es entweder große Ereignisse gibt, wie den 11. September beispielsweise, die uns alle bewegen, oder wenn es Zeiten des Umbruches sind oder der Krise. Corona betrifft uns eben alle. Generell waren Krankheiten in der Geschichte schon immer Auslöser für wilde Spekulationen. Im Mittelalter sollen die Juden an der Pest schuld gewesen sein. Und HIV wurde angeblich vom US-Militär erzeugt, als Biowaffe gegen Homosexuelle. Verschwörungstheorien zu Gesundheitsthemen finden heute die meisten Anhänger, stellt Christian Schiffer fest. Wenn Impfen Autismus verursacht, dann bist du persönlich davon betroffen oder deine Kinder. Wenn Chemtrails dich vergiften, dann vergiften sie dich. Ja? Oder wenn zum Beispiel die Reichsbürger, wenn der Staat nicht existiert, sondern eine GmbH ist und alle Gesetze, die er erlässt, deswegen keine Wirkung haben, dann ist das etwas, das hat mit deinem Alltag, mit deinem Leben unmittelbar etwas zu tun. Die, die Verschwörungstheorien in die Welt setzen und die, die diese Theorien glauben, teilen ganz bestimmte Ansichten. Nichts in der Welt ist so, wie es scheint. Sie glauben, dass eine kleine Elite geheime Pläne umsetzt gegen das Volk. Und sie misstrauen den Mainstream-Medien. Sie orientieren sich lieber an Alternativquellen. Und das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Verschwörungstheorien. Sie haben eine Aura von Geheimwissen. Die geben einem dann so dieses Gefühl der Kontrolle. Pass auf, die und die sind schuld, so und so ist es gelaufen, das und das ist die Wahrheit. Und das ist natürlich etwas, das verleiht einem dann auch so ein Gefühl, vielleicht etwas Besonderes zu sein. Überall da draußen sind die Schlafschafe, die nichts verstehen, aber ich hab's kapiert, ja? Bei der Suche nach der vermeintlichen Wahrheit gilt für Verschwörungstheoretiker eine simple Regel. Zufälle oder zu einfache Zusammenhänge gibt es nicht. Nehmen wir Lady Diana, ihr Tod 1997 in einem Pariser Tunnel. Ja, die meistfotografierteste Frau der Welt. Da will man sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass die nur umgekommen ist, weil ihr Chauffeur zu viel getrunken hatte. Sondern will man sich vorstellen, da muss dann die Queen dahinter stecken oder zumindest der britische Geheimdienst. Ja? Und wenn wir uns zum Beispiel Corona jetzt anschauen, da ist es ganz ähnlich. Da erscheint uns das vielleicht einfach zu banal, dass es einen Unfall gab in einem Labor oder jemand Fledermaussuppe gegessen hat oder irgendwie dieses Virus auf die Menschen übergegangen ist. Wir wollen die etwas größere Erklärung dazu haben. Und die etwas größere Erklärung ist dann zum Beispiel, dass Bill Gates das Virus selber auf die Menschheit losgelassen hat, um Geld zu verdienen mit Impfstoffen. Es ist die wohlverbreitetste Verschwörungstheorie zum Coronavirus. Auf sie beziehen sich auch viele Teilnehmer der aktuellen Demonstrationen. Aber wie haben es die Verschwörungstheoretiker geschafft, Bill Gates zum Drahtzieher der Corona-Krise zu erklären? Sie behaupten, Gates habe das Virus in einem eigenen Labor gezüchtet und die Bevölkerung bewusst damit infiziert. So könne er bald Milliarden verdienen mit einem bereits von ihm patentierten Impfstoff. Für Christian Schiffer ist das ein klassisches Beispiel, wie Verschwörungen zusammengebastelt werden. Die Verschwörungstheoretiker stellen immer eine Frage, nämlich dieses cui bono. Wem nützt das? Das heißt, man hat irgendwo ein Ereignis und dann schauen die sich an, boah, wer hat denn jetzt davon profitiert?
Und dann führen Sie dieses Ereignis auf diese Person oder diese Gruppe zurück. Das ist so das eine. Und das zweite ist, Verschwörungstheorien haben immer ja sowas wie einen wahren Kern oder zumindest ein reales zugrunde liegendes Problem, auf dem sie aufsetzen. Der wahre Kern an der Bill Gates Theorie ist, dass der Milliardär seit Jahren zusammen mit seiner Frau Melinda über eine Stiftung an der Forschung von Impfstoffen beteiligt ist. Eines der unterstützten Labore hat sogar tatsächlich ein Patent mit dem Namen Coronavirus angemeldet. Aber ab da beginnen die Fehler in der Theorie. Denn bei dem patentierten Coronavirus handelt es sich nicht um Covid-19, sondern um einen anderen Coronavirus, der nur Geflügel befällt. Für die Behauptung, Gates habe bereits einen Impfstoff für Covid-19, gibt es also keine Beweise. Faktenchecker und Wissenschaftler haben die Theorie bereits widerlegt. Aber mit Verschwörungstheoretikern darüber zu diskutieren, ist meistens zwecklos. Warum eigentlich? Verschwörungstheorien sind sehr tiefsitzende Ideologien, ja, vielleicht wie eine Religion. Wenn man Kritik daran äußert, dann ist man entweder selbst Teil der Verschwörung, ja, oder man hat dann den Durchblick nicht. Und das ist etwas, was ja sehr interessant ist bei den Verschwörungstheoretikern, weil sie kombinieren eigentlich zwei Dinge, die völlig widersprüchlich sind. Auf der einen Seite die totale Skepsis gegenüber Experten, Politikern, Medien, Wissenschaftlern und auf der anderen Seite ja fast schon so eine Art naiver Kinderglaube, wenn es um die eigenen Theorien geht. Das zeigt sich auch bei dieser kuriosen Theorie. Nicht das Coronavirus sei an den schweren Erkrankungen schuld, sondern der neue Mobilfunkstandard 5G. Hier stellten Verschwörungstheoretiker fest, dass das Virus im chinesischen Wuhan exakt zu dem Zeitpunkt ausbrach, als in der Stadt mehrere 5G-Sendemasten installiert wurden. Daher sei das Coronavirus auch nur eine Erfindung, um den Ausbau des 5G-Netzes unbehelligt vorantreiben zu können. Mit der Tatsache aber, dass sich zum Beispiel im Iran das Virus schnell verbreitete, obwohl es dort zu dem Zeitpunkt noch kein flächendeckendes 5G-Netz gab, haben sich die Anhänger der Theorie nicht beschäftigt. Obwohl wissenschaftlich nichts dafür spricht, dass 5G krank macht, hat die Theorie in England und den Niederlanden eine Vandalismuswelle ausgelöst, bei der besorgte Menschen Sendemasten zerstörten und sogar Installateure angriffen. Die 5G-Theorie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Verschwörungstheorien nie ungefährlich sind. Daher würde Christian Schiffer gerne mal den Spieß umdrehen. Ich würde mir mal wünschen, dass man dieses cui bono wirklich auf die Verschwörungstheoretiker auch überträgt oder auf diejenigen, die diese Verschwörungstheorien verbreiten. Weil es gibt Verschwörungstheoretiker, die massiv davon profitieren. Einer der größten Profiteure ist der Typ da oben, Alex Jones aus den USA. Über seinen rechten Kanal InfoWars stachelt er seine Anhänger immer wieder mit wilden Theorien an. Das ist eine chinesische globale Biowaffe, um die gesamte Wirtschaft lahmzulegen. Jones hat zum Beispiel auch verbreitet, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 ein Inside-Job der Geheimdienste gewesen seien. Also, dass die Bush-Regierung selbst das World Trade Center zerstört habe. Mit solchen Verschwörungstheorien hat Jones über Jahre Millionen verdient. Über seinen Online-Shop verkauft er Filme, Bücher und Fanartikel. Seine Profitgier wurde vor kurzem besonders deutlich, als er in seinem Shop eine Wunderzahnpasta anpries, die angeblich das Coronavirus abtöten könne. Momentan organisiert Alex Jones Demonstrationen, auf denen er die wohl kontroverseste Verschwörungstheorie zum Coronavirus befeuert. Danach benutzte Donald Trump das Coronavirus als Ablenkungsmanöver, um im Hintergrund den sogenannten Deep State zu bekämpfen, der heimlich das Land regiert. Dabei soll es sich um ein weltweites Netzwerk aus Politikern, Bankern und Hollywoodstars handeln, die Kinder in unterschiedlichen Lagern gefangen halten, um ein Lebenselixier aus ihnen zu gewinnen. Die Corona-Pandemie diene nur zur Ablenkung, damit Trump diese Kinder befreien kann. Die recht abstruse Theorie stammt aus der sogenannten QAnon-Bewegung, die stark antisemitische Ansichten vertritt. Die Theorie um die Befreiungsaktion findet auch in Deutschland Anhänger.
Der in der Szene bekannte Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen verbreitet sie. Aber auch Prominente wie Xavier Naidoo oder Attila Hildmann posten im Internet wilde Spekulationen dazu und rufen zu Demonstrationen und Widerstand gegen den Staat auf, der mit einer angeblich erfundenen Corona-Krise eine Impfpflicht einführen wolle. Sie haben euch nicht die Geldflüsse erzählt. Christian Schiffer betrachtet die Entwicklung mit Sorge. Das sind immer diese gefährlichen Verschwörungstheorien, wenn die Leute glauben, sie würden sich im Widerstand befinden. Weil im Widerstand ist alles erlaubt. Der Reichsbürger, der den Polizisten erschossen hat 2016, der hat sich auch im Widerstand gewähnt. Hier bin ich, der Kleine und dort ist die große Übermacht. Und deswegen muss ich mich dagegen wehren. Das muss man ernst nehmen. Auch der Attentäter, der im Oktober 2019 versuchte, in die Synagoge von Halle einzudringen und anschließend zwei Menschen erschoss, glaubte offenbar an eine jüdische Weltverschwörung. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass sich auch durch die aktuellen Corona-Verschwörungstheorien Menschen extrem radikalisieren. Aber hier gibt es eine gute Nachricht. Die großen Internetplattformen reagieren mittlerweile auf das Problem und entziehen Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones die Plattform. YouTube löscht Kanäle und Videos, die falsche Infos verbreiten. Wer bei Google nach Corona sucht, bekommt immer als einen der ersten Treffer die offizielle Infoseite der Bundesregierung angezeigt. Und Facebook schickt Warnmeldungen an User, die irreführende Artikel liken. Aber am besten ist es, auch immer selbstkritisch zu bleiben. Wenn Sie skeptisch sind gegenüber offiziellen Erklärungen, und Sie können gerne skeptisch sein, wir sollten skeptisch sein, aber dann um Gottes Willen bleiben Sie auch skeptisch gegenüber den Alternativerklärungen. Schauen Sie sich Quellen an, schauen Sie sich Sekundärquellen an. Vergegenwärtigen Sie sich, dass manche Dinge auch durch Zufall passieren oder durch Unfähigkeit. Wer diese Ratschläge befolgt, nimmt Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln und gibt ihnen kaum eine Chance, ihre Ideologien zu verbreiten.